Warum wir unseren starken LKW? Der schiebt mir viel zu viel. Na, ich habe nur 625 PS. Hallo? Hallo. Wolf ist auch ein bisschen langsam, ne? Ich komm. Nice, ich bin fest. Nur kein Stress mit dem, der ich weniger hat. Wie fährt's los, oder? Wir sind jetzt losgefahren, ja? Ja. Können es eh nicht verfahren. Ja, aber ich hoffe mal jetzt schnell, dass mich gleich mal mein Spiel wieder Hauptsache, wir haben eine wegregt. Viertelstunde auf dich gewartet, ne? Sorry, ich muss noch Anreise machen. Nee, Ich aber habe hier einen Renner hast du die gehabt. Info nicht durchgelesen vom Konvoi? Es war ja, ist ja dabei gestanden, dass es nur mit Heavy Cargo geht. Ich starte einfach schnell das Spiel neu. Nächste Auffahrt vor mir drauf. Ja. Wir fahren jetzt hier Autobahn drauf. Für die Leute, die hinten sind. Ich glaube, das sind die alle schon. Weiß nicht, Autobahn, dann halt A-Zeit, glaube ich, und Landstraße, ich weiß nicht, was kann man da? Also, ich sehe es hier für dich. Ja, so. Ich schätze mal, die meisten können eh nur 90 fahren. Vor allem Richtung Bergen rauf, glaube ich, können wir eh nicht schneller als 70 fahren, ne? Ich sehe die Kurve. Naja, man machen kann wir schon mal Richtung aus Altona? 90. Dann kann ich gleich schnell wieder hinterherfahren. Hast du das hier die Cargo DLC? Nein. Da dann kannst du nicht mitfahren, hörst du nicht zu? War trotzdem mit. Nein. Doch. Nein. Doch. Sonst werde ich das mit Tommy besprechen. Darf ich das? Ja. Nee, ich meine eigentlich mitfahren. Weil wenn das ausgemacht ist, dass man da mit Heavy Cargo fahren, dann fahren wir auch schon mit Heavy Cargo. Das ist ja nicht böse gemeint oder sowas. Weil dasselbe, wenn wir jetzt da in Frankreich einen Konvoi fahren und du das Frankreich willst nicht, dann kannst du nicht mitfahren, ne? So einfach ist das. Deswegen fahren wir auch bei den normalen Konvois nur mit normalen auch nicht. Nicht, jetzt haben wir ja eh am Donnerstag einen normalen Konvoi gehabt, gestern einen normalen Konvoi, da hättest du überall mitfahren können. Warum, wenn ich gestern nicht konnte? Ja, aber da können wir ja nicht. Wie gesagt, das ist ja jetzt nicht böse gemeint. Ja, wenn es beim Bier reinfällt, dass er da unten bitte ganz reinfällt und wenden, naja, also nicht die Leute bei den Kommentaren zu kriegen. Nur rein von einmal drehen. Genau. Ja, weil ich jetzt bitte nicht wieder oben haben, sondern was vorne. Bis dann, tschüss. Was? Ich bin jetzt weg. Was? Es ist was dazwischen gekommen.
User disconnected from your channel. Lass mal los, bitte, Donner. Den fährst du immer, da musst du immer warten und so, dann ist er immer weg. Kann auch nicht wegfahren, ne? Weil. Man weiß nicht, wann er wiederkommt. Ja, aber dann ist er leicht möglich, dass er in 10 Minuten wieder da ist. Da sind wir nur noch zu viert, ne? Pro Sekunde. Alle drüben, ne? Ja. Nee, deswegen hätte ich den Kombi gerne ein paar Tage vorher schon geplant. Und so spontan ist kommt. Ja, wir können ja noch einen machen, nächste Woche Samstag. Weil Freitag fällt ja der Konvoi flach. Also der findet ja nicht statt, weil ja der Tragtreffen ist. Ja, aber weiß nicht, wenn ich vielleicht dann am Wochenende von jemandem komme, das ist vielleicht so. Ich weiß, also Dommer hat mir letzte Woche Sonntag war er, glaube ich. Hat er komplett gesagt, dass man auslassen? Da hat er mir gesagt, dass er den Kumpel vom Freitag eventuell Samstag machen wollte. Das ist jemand. Dass der so viele Konvois machen, ist auch nicht wirklich ein Vorteil. Ne? Wenn es in der Woche 3 Konvois macht, dann fühlt sich keiner mehr verpflichtet zu einem kommen. Was, ich denke, er kann dann eh jederzeit einen nutzen. Wir fahren hier vorne 70. Sind alle da? Ja, trotz 70. Vorhandens habe ich das Faul umgeschrieben. Mir da schon mal besser als gestern. Doch viel, viel weniger.
Im Ziel waren sie eh nur ein, zwei Leute, was gestern gestört haben. Wir müssen schon früher tanken, aber nicht jetzt, weil ich habe mich vergessen zu tanken. Ich bin jetzt erst aufgeregt. Ja. In den nächsten 500 Kilometern muss ich tanken. Ja. Ich könnte mal gucken, dass das dann Autobahn ist. Wenn es passt, müsste eigentlich die Autobahn sein. Na, richtig fern. Normalerweise denke ich da. Ich glaube, der Rolf hätte auch vorne fahren sollen. Ne? Jetzt hat es die schwersten Trachten, glaube ich, von unten. Der Dorf ist ja nur Straßenfräse, glaube ich. Wie viele Tonnen hat die? 55, glaube ich, oder? Auch die Asphaltfräse drauf hat, die hat 44 Tonnen. Ich habe vielleicht das dann, ich habe nur 8 gebracht. Ja, ich habe die Straßenfräse, die hat 44 Tonnen. Ja, die habe ich auch. Also ich habe 47 Tonnen. Genau, das ist die schwerste Kraft. Schön, der Teller. Ganz vom Atlas. Toni hat ja hier so einen dem blauen Hänger. Toni ist ja gar nicht mehr. Mir gefallen eure Auflieger nicht, weil die haben vorne einen Reifen. Die sind nicht so schön. Ich konnte mir den leider nicht aussuchen. Ja, musst du abladen irgendwo in die Stadt, ne? So, ich müsste eigentlich runter nach Frankreich. Okay. Ich muss in Faxe abladen, aber ich fahr dann einfach, wenn wir fertig sind, dann weiter nach Faxe. So, ein bisschen nach Oslo da abgeben und gucken, ob du da eine andere bekommst. Nee, das ist schon so recht. Habe ich dann wenigstens ein paar Kilometer drauf, ne? Na. Was, wohin fährt ihr? Mir ist das generell egal, wenn ich alleine fahre, fahre ich auch nur so große Umwege. Genau da müsste ich jetzt abladen, also ich sehe sogar schon, wo ich abladen muss. Damit, mein Steam ist offline. Hallo? Ja. Ja, gut. Hä, wieso ist mein Steam auf? Das Problem habe ich manchmal auch. Dass Steam einfach offline geht. Jetzt ist generell Steam voll und das Problem habe ich jetzt. Okay, gut. Ich habe mich wieder voll eingestellt. Aber bei mir ist das Antivirus-Programm, das Ding so langsam ist. Also. Da muss man ja voll aufpassen, dass man mit dem Auflieger nicht hängen bleibt. Oh Mann, bin ich müde, ey. Nicht geschlafen wieder die Nacht, oder? Ja, also um 3 Uhr ins Bett und so, um 8 Uhr aufgestanden. Ah, bin um 6 ins Bett. Ich hab nicht auf die Arme aufgestanden.
Ich bin einmal weg, Tschüssi. Wir haben Treffen, glaube ich, auch nicht so viele, ne? Meinst du am 2.6. oder was? Bitte? Meinst du am 2.6. oder Treffen? Ja, ja. Wollte ich nicht, genau. Sommer hat mir noch nichts geschrieben, wie viele mitkommen. Er hat uns gestern schon angemeldet, ne? Okay, das ist gut. Ich glaube 8 Leute oder so. Ja, besser als nur 3 oder so. Ja, das ist vielleicht eher, ne? Aber wenn du mal die Zahl aufrechnest, wie viel das sind, ne? Und keine 10% was kommen. Mal schauen, wie wirklich auch alle kommen, die er angemeldet hat. Naja, er hat in den Nachricht geschrieben, die müssen halt für 100% zusagen, ne? Wenn sie schon zusagen machen. Ja, wie oft hatten wir das schon mal gehabt? Naja, wenn die Jubiläumskonvoi war ja auch. Ja, ja, aber ich sag jetzt bei normalen Konvoi ist da halt zu viel, ne? Aber da geht's einfach um die Plätze, ne? Also ich hänge gerade ein bisschen. Eine Leitplanke? Ja. Nee, war hier eine Art der Spur. Nee, also kannst du die weiterfahren schon, frage ich schon wieder. Nächster Stand stehen, dass du bitte stehen bleiben kannst. Kommt überhaupt hier irgendwo eine Tanke? Weil wir fahren jetzt gleich wieder runter auf Landstraße. Also ich sehe keine. Hinten bei Arno, bei der Firma, da wo der VfB steht, haben wir nicht da. Wenn halt der Sprit ausgeht, muss sich der Wolf anschieben. Dann schieb ich. Tun wir die Asphaltfräse abladen und packen deine Zugmaschine drauf. Das wär's, ja. Aber los ist da überhaupt nichts, ne? Also Verkehr. Ja, mal gucken, wie es in Oslo ist. Naja, wenn wir dann rüber nach Bergen fahren, dann ist es ja gleich noch schlimmer. Ich bin da letztens rüber gefahren, ich glaube, ein oder zwei LKWs begegnet.
Uiuiui, knapp mit. Das ist aber nur ein Spritverbrauch mit dem Volvo. Ja, das heißt. Na, da hinten ist ja Tankstelle im Fischer. Aber das dauert noch ein bisschen. Nur rollen lassen, meine Ecke. Im Sekundentakt runter gehen die Kilometer. Ah, ich glaube, was geht da? Ich glaube, da müssen oder fahren wir, weiß nicht, ich fahre zur Tankstelle. Entweder geradeaus oder nein, fahren wir links und dann so weiter. Aber dann müssen wir hier links zu. Dann müssen wir dann beim Grasverkehr nach rechts fahren. Aber da ist die schönere Strecke halt in der Rhein oder links. Weil es eine schöne Einspur gibt. Die Straße müsste es öfters geben. Ja. Noch knapper hätte es nicht sein können, 90 Kilometer. Fährst du jetzt auch links oder fährst du geradeaus? Nee, wir müssen jetzt zum Kreisverkehr und dann rechts. Wenn ich da jetzt geradeaus fahre, dann fahre ich mit rechts. Also jetzt rechts und dann nochmal rechts. Das wäre jetzt nicht kurz von einbiegen noch leer. 30. Ich glaube, so knapp war es noch nicht. Also ich glaube, ich bin noch blöd, weil ich bin jetzt echt gerade richtig müde. Wer macht Schluss? Der Flo. Du Domme oder was? Nee, ich nicht. Der Flo. Der Flo ist müde.
Okay. User in your channel timed out. Na, ja, das war's im Konvoi, kann man sagen. Nur ein Dreier gespannt. Wenigstens kann man mit den vier Achsen besser einlenken, als das auch so gut ist. Rennen denn die vier Achsen nur für die drei Zugmaschinen oder werden die anderen auch irgendwann mal machen? Ich weiß nicht. Doch, ich finde es generell ein bisschen schade, dass die nicht gleich gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das das Problem ist. Gerade bei den Main-Richtungen, ne? Das ist eigentlich der Schwerlast-LKW schlecht hin. Ja. Mal sehen, Entwickler müssen überlegen, man macht ja durch das Spiel auch Werbung. Nee, bin ich schon schade, dass da wenig gekommen sind, ne, dabei war das eigentlich eine voll schöne Route. Hier der Daniel, glaube ich. Der wollte eigentlich kommen, aber der war bis jetzt gerade eben beim THW. Ist jetzt gerade erst nach Hause gekommen. Na, ich glaube, der darf nicht wirklich zum Unterfilter. Der hat mir halt nur geschrieben, dass er keine Zeit hat und jetzt erst vom THW auf dem Weg nach Hause ist. Es ist halt auch schade, dass so wie hier, wo der DLC rauskam, da gab es ja im Angebot, dass so wenige nur der DLC gekauft haben. Ja, ich sag, das ist meine Frage, das Geld, das man jeder hat, halt nicht mehr. Ich sag mal, 5 Euro hat man eigentlich immer. Naja, kommt drauf an, wenn man denkt, ob ich die Arbeit nicht mehr arbeiten gibt, das ist halt nie noch einmal nicht. Vor allem schätze ich wegen halt die meisten Leute ab, ob es wirklich viele Spiele spielen oder weniger. Ne? Lass halt weniger spielen, dann denken sich, warum soll ich nicht kaufen, ne? Weil ich das gekauft habe. Ein ehemaliger Kollege von mir, der hat sich ja jetzt auch ETS geholt. Der will sich das jetzt erstmal vertraut machen, wie was alles läuft. Vielleicht bewirbt er sich auch. Du kennst privat auch, oder was ist dein Freund für dich? Ja, so privat eher nicht, aber ich habe früher mit denen Arma gespielt. Dann halt so andere Spiele noch, CSGO und so weiter.
Kann mir mal einer sagen, wo hier der Knopf für die Heizung ist bei den Scania? Heizung. Boah, ist sehr warm. Ich bin da und schwitze drauf. Sollte Wasser schon nicht gehen runter. Jetzt nicht wieder hängen bleiben. Ja, wieder eben. Aber ich habe das schon geahnt. Ich habe Abstand gehalten. Kann passieren. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich bin jetzt schon lange nicht kein Schwertransport mehr gefahren. Ich bin gestern von. Was war das denn? Zauber oder so, bin ich hoch Richtung Kiel, die Richtung. Aber ich hatte keine Konzentration, ich habe fast die Leitplanke mitgenommen. Ja, im Multiplayer geht's immer, ne, wenn man müde ist, aber im Singleplayer ist ja ganz schön. Ja, war ja im Multiplayer und da habe ich gesagt, da fahre ich lieber abends nicht mit. Bevor ich da während der Fahrt einpenne oder so. Ich glaube, das wäre dann nicht passiert gestern. Hättest du dich ganz schön aufregen müssen. Ja, und Aufregung habe ich überhaupt keinen Bock. Am meisten, ich verstehe das nicht. Ich habe ja vorher nochmal in eine Security-Gruppe reingeschrieben, dass ich nicht mitfahre. Und dass ich hoffe, dass die Fahrer, die absichern, gut fahren und ordentlich fahren. Ich habe keine Lust, später mit den Leuten zu meckern. Ja, ich glaube, da wurde ich enttäuscht. Ja. Am meisten, die beiden haben auch noch geantwortet, dass sie ordentlich fahren. Ja, aber Marco hat eigentlich alles gepasst, muss ich sagen. Und hat den ersten Tag gestern einen Sonder gepackt. Waren wir dann während dem Konvoi eigentlich abgebrochen, weil ein bisschen Streiterei war. Und das sehe ich überhaupt nicht ein, wenn er Security dann einfach abdrückt. Ne. Ja. Da habe ich dann meine Fracht abgebrochen, ne, und habe gewechselt auf Security, ne, und 5 Minuten später war er wieder da. Ne. Das ist am meisten ein Arsch gekommen. Ja, meistens ist die Person, die sowieso noch auf Probe ist bei uns in der Security. Der ist noch nicht offiziell drin. Na, wann redet man mit ihm? Ich hab gesagt, es muss halt jeder seine Chance haben, dass er sich rechtfertigt. Ne? Ja. Aber den hast du gemerkt, der war von Anfang an ein bisschen angepisst, der hat auch gleich gegen einen Wolf aufgeschossen am Anfang, ne? Das war eigentlich nur ein Mecker. Mal schauen, muss ich mir morgen mal anhören. Und dann unser lieber Freund, der Truck Driver, der ist auch wieder aufgefallen, ne? Dann war der liebe Rolf so sauer, der wollte aufhören und dann hat man ihm gesagt, bleib doch. War ein richtiger Kindergarten. Aber wenigstens. Ich wollte wirklich aufhören. Ja, aber es ist dann wenigstens so ausgezahlt, dass du nicht aufgehört hast, ne? Aber hat wenigstens der Tommy gestern gesehen, dass der Truck Driver wirklich nicht ganz okay im Kopf ist. Rechts dran vorbei. Nur nicht festfahren. Also bin ich immer wieder heute gegen rechts ab. Und schon wieder. Noch nichts passiert. Ja, es ist ja so blöd, aber ich habe 11 Frames und mit 11 Frames ist das Lenken so zeitweise so fürchterlich. Oh, wie viel hast du denn? 11. Also 11 FPS. Das ist nicht gerade viel. Nee, und wenn du da einlegst, das legt sich so komisch zu Ende. Ich
habe so um die 38 bis 42. Also immer so 4 FPS Unterschied. Das ist eigentlich ganz normal, ne? 25 war es dann. Okay, wo wir losgefahren sind, war ich so bei 29. Wo steht das denn eigentlich? Das hast du links unten bei dir. Bei dir liegt der, glaube ich, irgendwie bei 29 oder so 26. Ja, der pendelt immer so bei 20, 22 unterschiedlich. Ich habe generell in Skandinavien und Frankreich habe ich schon mal ein bisschen schlechtere Performance, dann noch das Heavy Cargo DLC, das bringt mir auch vielleicht ein bisschen schlechtere Performance. Ja, das macht halt die Landschaft hier, ne? Die haben halt viel gebaut, weil guck mal, fahr mal in Deutschland Autobahn oder so, da ist meistens immer nur Wald oder Berge. Ja, aber wenn ich da mit normalen Auflieger fahre, komme ich auch auf meine 30 Frames. Aber hier hast du manchmal diese Spitzen von Dorf, was hinterm Berg ist, und da muss halt alles geladen werden. Jetzt hätte ich ja 19 Frames, ne? Das geht dann auf den längsten. Und wenn es dann unter 15 geht, dann ist das Lenken so pfiffrig, so zackig. Ja, Ausflug sind wir jetzt eh schon, ne? Ja, so langsam. Ja, hier wäre ja die Abfahrt gewesen Richtung Nordwesten von Oslo. Bitte? Na, die Abfahrt, wo wir jetzt dran vorbeigefahren sind, wäre ja die Abfahrt Richtung Nordwesten von Oslo. Also, das sind wir noch mal Abladestellen. Ich glaube, da fahren wir dann wieder runter, ne, wenn wir zum Bergen fahren. Wir fahren an der jetzt noch vorbei und dann die nächste fahren wir runter. Aber hier geht's dann auch, ne? Wir müssen unbedingt mal einen Konvoi machen, der von A nach B fährt, nur. Ja, deswegen, das ist eigentlich, wäre das so ein bisschen geplant gewesen, ne? Das sind jetzt eh nicht viele Städte, ne? Das sind jetzt wirklich längere Strecken mit zwei Stops, eigentlich nur, ne? Oder ein Stopp irgendwo, dass man sich die Strecke genau anguckt, dass man irgendwie einen größeren, zum Beispiel Tanke mit Rastplatz nimmt oder so. Da irgendwie so eine 5-Minuten Pause macht und dann weiterfährt. Na, vor allem, wenn man nach A nach B macht, wäre es halt schon, wenn man wirklich so wie bei einem Scania trifft und da jeder dieselbe Fracht noch dazu nimmt, ne? Ja, das wollte ja, hatte ja Domi auch schon gesagt, wollte ja mal so machen. Dass man eventuell ein oder zwei feste Frachten nimmt, die man haben, also die jeder normalerweise hat. Schaut da einfach gleich viel besser aus, ne? Na, da habe ich eh zu ihm gesagt, ne? Wenn es wirklich ist, dann soll man halt von einem LKW-Gelände die Auflieger nehmen, ne? Weil die passen vielleicht nicht zum Fahrt und ja auch zum LKW dann. Ne? Oder Volvo oder VPC. Oder ein Modauflieger, ne? Ja, das mit dem Modauflieger so ein Problem, glaube ich, das bringt nicht jeder zusammen. Wir fahren noch einer weiter. So, habe ich nicht eingebaut. Ich komm nach dir, ich muss mal anschleppen lassen. Vielleicht finde ich gleich eine neue Frage. Treffen wir uns denn? Ich glaube, heute ist unser Tag. Fahr die Straße erstmal weiter durch. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Jetzt bin ich an der Tankstelle. Ja, weiter. Ach, jetzt irgendeinen grünen Punkt. Und ich glaube, der nächste muss dann links abbiegen, ne? Ja, hinter der Tanke links, dann der nächste rechts und dann wieder links. Und dann ist man schon da. Wo, bist du umgekippt oder was? Nee, ich bin gegen die Laterne gekommen. Ja. Da war jetzt die Zugmaschine, bitte. Warum stellt man da oben eine Laterne hin, ne?
Ja, ich. Nee, weiß ich. Das Problem, ey, du kommst so schnell um die Kurven und ich probiere das dann auch, dass ich so schnell um die Kurve komme, aber ich schaffe. Das heißt, du bist dran schuld.